Also, hallo und herzlich willkommen zu Lore Talk Folge Nummer 22 mit dem lieben Craft. Hallo. Hallöchen. Und mit mir Barlo. Wir wollen ganz kurz ein bisschen über die Sachen sprechen, die wir in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben oder auch in Zukunft noch machen werden. Abgesehen vom normalen, und das ist immer geplant zumindest, Lore Talk, den wir einmal pro Woche dienstags aufnehmen und dann samstags veröffentlichen. Da ist deshalb ein bisschen Zeit zwischen, damit der Goodie, der immer fantastische kleine Videos dazu macht. So klein sind die ja gar nicht, die sind ja auch immer 40 Minuten, 45 Minuten lang. Ja. Ein bisschen Zeit hat, sich das Ganze zusammenzustellen und auch anzuhören und so weiter und so fort. Wir haben zwei Specials produziert vergangene Woche und möglicherweise zum jetzigen Zeitpunkt sind schon weitere Specials online. Das weiß ich noch nicht genau. Es soll auf jeden Fall zwischen der jetzigen Aufnahme und der Ausstrahlung am Samstag ein neues Warbringers Special rauskommen. Ich nehme fast an, dass wir zudem etwas gemacht haben werden. Ach, das ist ein bisschen wie zurück in die Zukunft gerade, ne? Und Genau. eventuell noch mehr, das wissen wir noch nicht. Was definitiv rausgekommen sind, oder rausgekommen ist, sind zwei Bücher. Lass mich mal ganz kurz gucken, wie diese beiden Bücher heißen. Oder hast du es gerade Nee, spontan nicht. parat? Warte mal, ich hab's aber gleich. So, wo ist das denn? Warcraft Novellen, nämlich zwei Stück. Ein Klagelied oder das Klagelied und ein guter Krieg heißen die. Und die könnt ihr euch auf der World of Warcraft-Seite herunterladen oder direkt durchlesen als PDF. Die bringen sehr, sehr viel Hintergründe zum aktuellen Geschehen. Ich glaube, das hat es in der Form auch noch nie gegeben. Das sind 200 Seiten insgesamt Ja, an extrem Story, viel. die parallel veröffentlicht werden, eigentlich zum Release von BFA. Ich finde das deshalb unglaublich spannend, weil man ja normalerweise erwarten würde, dass ein Großteil der Geschichte in-game erzählt wird und zu einem Teil ist das ja auch passiert. Aber das ist einfach eine Unmenge an ergänzenden Infos noch. Wir haben eben kurz darüber gequatscht und überlegt, was wir damit machen, werden es aber wohl so halten, dass das definitiv zu viel ist für ein Special. Wie gesagt, es sind 200 Seiten. Und parallel jetzt eine neue Serie zum aktuellen Lore-Geschehen anzufangen, ist auch irgendwie nicht so ganz sinnvoll, weil wir sind jetzt im Moment zumindest erstmal, solange wir in den Chroniken sind, erstmal so halbwegs chronologisch. Das wird sich ein bisschen ändern. Da habe ich auch noch was zu sagen, nachdem ich immer sagte, boah, wir nähern uns dem dunklen Portal. Habe ich so ein bisschen vorgeskippt und vorgelesen, nur um festzustellen, bevor es zum dunklen Portal geht, endet Buch 1. Und in Buch 2 springen wir in der Zeit wieder bis zum Anfang der Geschichte zurück quasi und machen das, was wir parallel zu Azeroth gerade gelesen gehört haben in den letzten Folgen und auch kommenden Folgen, nochmal für die Orks und Draenor. Also so nah sind wir dann doch noch nicht am dunklen Portal. Und nein, wir haben nicht vor, damit aufzuhören. Das ist eigentlich, also da geht die Geschichte ja erst so richtig los. Im Moment sind wir im Prinzip ja noch zu der Vorgeschichte von dem, was wir als World of Warcraft-Universum kennen. Wir sind auch noch vor den Ereignissen von World of Warcraft bei weitem. Auch wenn es immer wieder mal Rückblicke in World of Warcraft natürlich gibt auf Ereignisse, die vorher geschehen sind. Aber World of Warcraft selber fängt deutlich später erst an. Da sind wir noch lange nicht. Wir müssen mal gucken, was wir mit solchen Sachen machen, wie den aktuellen Büchern. Ich nehme mal schwer an, dass wir uns auch dem Thema irgendwann widmen werden. Ich weiß nur noch nicht wann. Genau. Also es kann auch eine ganze Weile dauern. Lassen uns alle überraschen. Aber das Gute ist, wir haben im Moment schon, glaube ich, keine Sorge, dass dem lieben Craft und mir in auch nur absehbarer Zeit die Geschichten ausgehen, die wir erzählen Ja, können. das bestimmt nicht. Ja. Nee, also da sind wir echt weit von entfernt. Macht euch da wirklich keine Sorge, wenn wir das aufrechterhalten können, dass wir immer die Zeit finden, um Folgen vorzubereiten und aufzunehmen und der Goodie auch die Zeit findet, die schönen Videos dazu zu produzieren, dann ist das das geringste Problem, dass uns die Themen ausgehen. So, und jetzt in medias res, der Fluch des Kristallsangwaldes. Dieser wunderschöne Wald, in dem man in seinem Leben in World of Warcraft bestimmt schon kumuliert auf allen Charakteren so 1,5 Stunden verbracht hat, oder? Je nachdem, wie oft man aus Dalar Genau, rausgefallen ist. also das ist so ein Gebiet, da gibt es wohl Quests drin. Ich habe die neulich zum ersten Mal gemacht, weil ich sie Ja. fürs Lore Master Achievement brauchte, konnte mich nicht daran erinnern, die jemals auf irgendeinem Charakter vorher gemacht zu haben. Und besonders spannend waren die jetzt nicht.
Die sind ganz, ganz schlimm sogar. Ich weiß, waren die schlimm? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob die schlimm Es waren. ging auch teilweise noch von Eiskrone aus da rein und man war echt nur am Sammeln und Das war es, ah, glaube ich. Das ey. war der springende Punkt, dass ich halt Eiskrone gequestet habe, wo wiederum eine der schönsten Questreihen überhaupt ist. Und von da aus, wie heißt der denn? Breidenbach oder so? Breidenbach oder so? Ja. Diese Questreihe ist eine fantastische. Kommen wir vielleicht auch noch irgendwann zu. So, kommen wir zum Fluch des Kristallseinwaldes. Während Keltalas wächst und gedeiht, fällt Hochgeborenen anderswo das pure Überleben schwer. Eine solche Gemeinde ist die Chandaral, ein Aufbewahrungsort arkaner Relikte und Artefakte. Dieser Außenposten war zur Blütezeit des Nachtelfenimperiums am Nordrand Kalimdors errichtet worden. Nach der großen Teilung und der damit verbundenen Zerschlagung des Kontinents in mehrere Landmassen befindet sich Chandaral und seine Hochgeborenen im kalten Herzen des unwirtlichen Kontinentes mit dem Namen Nordend. Doof eigentlich, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht oder drüber nachgedacht, wenn dieses Elfenreich so gigantisch ist, dass natürlich bei der Zerschlagung nicht nur unsere Sonnenbrunnen-Elfen übrig bleiben und die Elfen, die um Hyjal rumsitzen, sondern Ja. eigentlich überall auf der Welt irgendwelche Elfenkolonien noch sind und ja, irgendwo rumgammeln. Wobei ich jetzt nicht erwartet hätte, dass es einigen von denen jetzt im Besonderen schlecht gegangen wäre. Aber da, wo die angesiedelt sind, ging es ihnen bestimmt eh schon immer schlecht. So nach dem Motto, hier sind die instabilen arkanen Relikte. Lagert die mal da oben, passt da mal drauf auf. Genau, Dann und auch also ihr so. habt da auch nichts zu befürchten. Das ist genau der Grund, warum wir euch am Ende der Welt irgendwie platziert haben. Macht euch da mal überhaupt keine Sorgen. Also nur wenn das explodiert, dann werft euch drüber. Ja, es muss so. Wir wollen nicht, dass uns da was passiert. Die Chandaral-Hochelfen bleiben in kompletter Isolation, abgeschnitten von ihren Brüdern und Schwestern in Kalimdor und den östlichen Königreichen. Ihr Abstand zum zweiten Brunnen der Ewigkeit lässt sie für Krankheiten und andere Gebrechen anfällig werden. Jetzt müssen wir kurz gucken, uns die Map vergegenwärtigen. Sind sie denn näher zum anderen Brunnen der Ewigkeit? Ein bisschen, ne? Also Ich würde auch sagen, ein zum bisschen. Sonnenbrunnen sind sie ein Ja. bisschen näher. Wenn die sich so ganz an die Ecke stellen, da von Nordend, was sind das? Grizzly Hills oder wie heißt denn die Gegend da? Heulender Fjord, ne? Ja, genau, Ganz Howling rechts. Fjord. Dann können sie vielleicht irgendwie so ganz entfernt über den Horizont den Sonnenbrunnen sehen. Kleinen Funken schnappen. Ja. Zack. Also, sie werden anfällig für Krankheiten und andere Gebrechen. Doch anders als Dathomirs Anhänger besitzen die Chandaral-Hochgeborenen. Habe ich eben Hochelfen gesagt? Ich habe Hochelfen gesagt. Ich glaube ja. Es Moment, es sind passiert. noch Hochgeborene, glaube ich, ist richtig. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Fiolen mit Wasser des Brunnens der Ewigkeit. Da habe ich lange überlegt, ob das korrekt ist. Fiolen mit Wasser des Brunnens der Ewigkeit Ja. oder Fiolen des Wassers des Brunnens der Ewigkeit. Ich würde spontan sagen, es geht im Zweifelsfall beides. Aber das erste klang besser. Fiolen mit dem Wasser von dem Brunnen der Ewigkeit. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr gut. Dem Brunnen seine Dem Fiolen. Brunnen seine Fiolen mit Wasser. Sie haben keine Möglichkeit, eine Ersatzquelle der Magie zu erschaffen. Und so durchkämmen diese Hochgeborenen die umgebenden Wälder des Mondsangs auf der Suche nach Wegen, sich zu versorgen. Während dieser Zeit werden die Hochgeborenen Zeuge wie Mitglieder des blauen Drachenschwarms Zauber nutzen, um lebendige Dinge zu kristallisieren und aus ihnen Kraft zu ziehen. Wenngleich die Drachen für diese Taten, nein, diese Taten aus reiner Neugierde begehen, sehen die Elfen sie als Weg, ihr Leiden für immer zu beenden. Es wird ja noch nicht genau beschrieben, was eigentlich kristallisieren ist. Also ich meine, wir wissen, was kristallisieren ist, so aus der realen Welt. Aber das scheint ein permanenter Prozess des Einfrierens von irgendetwas zu sein, während man ihm die Energie entzieht. Ja, klingt klasse. Ich weiß allerdings nicht, ob das, was kristallisiert wird, wieder aufgetaut werden könnte mit dem Zuführen von Energie. Das ist tatsächlich eine So gute Frage. Den Fall, Cryokammer-mäßig. ja, hatten wir, glaube ich, noch nicht irgendwo. Das wäre aufregend. Also Alles wieder zurück. an die Lore-Schreiber von World of Warcraft schon mal hier so ein Cryokammer aufschreiben.
Nächstes Addon, Kristallsangwald only. Genau. Bam. Versuche der Hochgeborenen, mit den Drachen zu interagieren, werden von diesen ignoriert oder in manchen Fällen mit offener Feindseligkeit beantwortet. Haben die auch Beef mit den Hochelfen oder den Hochgeborenen? Noch nicht. Glaube, das ist ihnen relativ egal. Also ich dachte blaue mal, wir Drachen, letztes Mal hatten, dass die Trolle Beef mit den Hochgeborenen haben. Ja. Dann warum nicht auch die Drachen? Weil die Hochgeborenen sind ja eigentlich, die sind dafür verantwortlich, dass der gesamte Planet in die Luft geflogen ist. Das kommt dazu. Plus, gerade die blauen Drachen sind ja Wächter der Magie. Und denen wird das grundsätzlich ähnlich gefallen, wie die da rumwerkeln mit ihrer Arkanmacht. Deswegen so ein bisschen Grundlage ist da auf jeden Fall. Die hätten ja durchaus dann direkt mal silenzen können. So. Stattdessen stehen rein, unsere Hochelfen da, ey, was, habt ihr da Magie, Leute? Oh. Und die Drachen, ey, fickt euch, weg hier. Lol, bye. Okay, thanks, bye. So, aus Verzweiflung infiltriert eine Gruppe von hochgeborenen Zauberern den wundersamen Hort des blauen Drachenschwarms, den Nexus. Da ist auch Oculus drin, ne? Mhm. Super Instanz. Ja, mega geil. Willkommen zu unserem Special 17 Folgen lang Oculus Lore. 17 Folgen Oculus 8. Sie lernen erfolgreich die Techniken der Drachen, doch ihre Gier bringt sie dazu, mehr mitzunehmen als geplant. Weißt du mehr über diesen Nexus-Einbruch-Besuch? Tatsächlich wusste ich davon nichts, ne. Denn also bis das scheint mir so plötzlich, das ist der Hort des blauen Drachenschwarms. Also die sollten ja irgendwie so mal wieder, sollte man meinen, da zumindest irgendwie so ein Türsteher oder so ein, was ich was, so ein Aufzugmenschen stehen haben, ja. Der irgendwie sagt, was wollt ihr hier? Ach, blauer Drachenschwarm, Moment, ich klingel mal gerade, ist gerade nicht da. Und die laufen da irgendwie rein, infiltrieren da vor sich hin, offenbar auch ohne Magie, denn sie haben ja keine Quelle der Magie so richtig. Ja. Gehen da rein, lernen alles von denen oder nehmen sich Techniken mit, wie auch immer genau das aussieht. Ja. VHS-Kassetten oder so, ich weiß es nicht. Und gehen dann wieder. Drachenschachtel. Der Teil hätte gerne ein bisschen ausführlicher sein können. Zumal selbst wenn sie ja mit Magie eingebrochen sind, möchte man ja meinen, dass die Wächter der Magie als blauer Drachenschwarm in der Lage sind, sowas zu erkennen und so ein bisschen Alarm zu schlagen, aber. Ja, vielleicht sind die aber auch nur, pass auf, die sind so, also die erkennen Magie, sind aber für alles andere blind. Oh, sehr gut, ja. So wie so ein Maulwurf quasi, der Ultraschall kann, aber nicht gucken. Der blaue Maulwurfschwarm. Ja. Wir sitzen halt da. Hast du ja was mitgekriegt? Also magisch ist hier nichts. Oh, okay, ja. Ah, das ist ein Regenwurm. Ja, wo ist denn hier unsere Aufzeichnung mit der Magie? Hast du die? Nee. Oh, ja. Sind weg. Die habe ich gegessen. Gut, also sie lösen da, jetzt kommt's. Sie lösen dabei magische Schutzzonen aus, die blauen Drachen in Rage versetzen. Bam. Aber trotzdem nicht davon abhalten, dass sie alles lernen können oder mitnehmen. Sonst kriegen wir immer so schön bildlich gesagt, was sie da mitnehmen. Mhm. Aber hier nehmen die einfach nur die Magie mit. Blizzard. Ja. Ernsthaft. Was ist da los? Was ist da los? Und auch wenn die Hochgeborenen mit dem Leben davonkommen, ist ihnen klar, dass die Drachen Vergeltung suchen werden. Der Tag kommt bald. Dutzende blaue Drachen stürzen sich auf die Chandaral schäumend vor Empörung über den Diebstahl ihrer wertvollen Relikte. Ach, Relikte! Ha, jetzt wissen wir, was sie geklaut haben. Relikte durch die alles niederen klar. Hochgeborenen. Da musste ich auch so ein bisschen daran denken, so always a bigger fish, ne? Es gibt immer den größeren Fisch. Ja. Für die Hochgeborenen ist alles andere niederes Volk. Für die Kackdrachen sind die Hochgeborenen niederes Volk. So schnell geht's. Die Elfenzauberer versammeln sich in einem verzweifelten Versuch, die Drachen abzuwehren, auf einer eisigen Klippe hoch über dem Mondsangwald. Wow. Dort beginnen sie, die Techniken zu nutzen, die sie im Nexus gelernt haben. Sie fokussieren ihre Kräfte in der Hoffnung, ein kleines Stück des Waldes zu kristallisieren. Spoiler-Alarm, Kristallsangwald. Wie gut hat das wohl funktioniert mit dem kleinen Stück Wald?
Also, nochmal, wir tun jetzt mal so, damit wir überrascht sein können. Sie fokussieren ihre Kräfte in der Hoffnung, ein kleines Stück des Waldes zu kristallisieren, um dessen Energien zu nutzen, die Drachen zurückzuschlagen. Das Unterfangen endet im Desaster. Was? Manu, was? Das kommt jetzt völlig überraschend. Die rücksichtslose Nutzung der Magie durch die Hochgeborenen erzeugt eine Explosion, die noch in Kalimdor, den östlichen Königreichen, zu sehen ist. Entweder Feuerwerk. Ich finde die Vorstellung so unglaublich gut, wie die Hochgeborenen da auf ihrer Klippe sitzen, mit so wallenden Gewändern, diese schlanken, großen Elfen, mit den langen Haaren, so mit so einer Fabio-Föhnfrisur. Mhm. Und dann, los, lasst uns versuchen, einem kleinen Stückchen dieses Waldes Energie zu entziehen. Kaboom! So richtig, wie so der Deckel sich anhebt von Azeroth. Ach, das ist schön. Also eine Explosion, die noch in Kalimdor, in den östlichen, die noch Sargeras aufweckt. Ja, so. Auf die Elfen wieder. Schön. Der brünnende Sturm von Energie kristallisiert in Sekundenbruchteilen in den gesamten Mondsangwald. Die blauen Drachen, denen böse schwant, fliehen noch kurz vor der Katastrophe. Sie haben sich, was machen denn die Elfen da oben? So unser Zauber, hallo. Genau, die werden doch nicht. 1,21 Gigawatt. Die körperlichen Formen jeder anderen lebendigen Kreatur allerdings werden von Energie zerschmettert. Ihre Geister, wenngleich verzerrt durch den mächtigen Zauber, sind noch intakt und verflucht, ziellos auf dem heimgesuchten Land zu wandeln, das wir als Kristallsangwald kennen. Yay. Ja, das ist die wundervolle Geschichte des Kristallsangwaldes. Ich weiß aber nicht, da steht noch nichts aus den Elfen. Laufen in diesem Wald Elfen rum? Wo sind die Elfen? Die Geister, ja, die Körper wurden quasi zerschmettert oder kristallisiert und die Geister rennen da rum. Die Elfen sind auch zerschmettert. Das ist alles komplett mit explodiert, ja. Ich dachte, die wären auf ihrer Klippe vielleicht sicher gewesen. Stehen da, hallo, hilft uns wer runter? Mhm. Nö. Wie so ein Roadrunner-Comic, alle so mit so einem schwarzen Gesicht von der Asche verrußt. Ja. Machen die Augen so auf, blink, blink. Mit so einem Streichholz. Auch schön. Die Abholzung von Andrasil. Auch so ein bisschen Spoiler-Alert eigentlich. Ja, ganz dezent. Die Headline. Das heißt halt so in dem Buch. Das steht halt so da drin. Jetzt habe ich eigentlich der Fluch des Kristallsangwaldes. Klingt so ein bisschen so, wenn das Ding Mondsangwald heißt, als ob da wohl irgendwas, was mit Kristall zu tun hat, passiert sein könnte. Ja. Und bei die Abholzung von Andrasil habe ich so ein bisschen Verdacht, was da passiert. Was? Wer auch immer die Headlines, also wer immer die Überschriften für die Kapitel macht in den Chroniken, der sollte sich vielleicht irgendwie andere Titel wählen. Oder ich wähle demnächst andere Titel. Ja. Als die große Teilung Azeroth zerreißt, rüttelt die tektonische Zerstörung die alten Götter auf und schwächt deren Gefängnisse. Das apokalyptische Ereignis erweckt den bösartigen Wesen zudem nie dagewesene tödliche Wachsamkeit. Ich habe erweckt ohne CK geschrieben, nur mit K. Oha. Erwägt. Oh oh. Über die kommenden Jahrtausende würden sich die Tentakel der alten Götter durch ihre beschädigten Gefängnisse bis zur Erdoberfläche winden. In Nordend, wo Yol'Xaron gefangen ist, sind die Auswirkungen am deutlichsten zu spüren. Schwelende Blüten eines fremdartigen neuen Minerals, Saronit, verteilen sich an der Oberfläche des Landes und verzehren die heimische Flora und Fauna. Mind blown. Es hat bei mir 10 Jahre gedauert, um den Zusammenhang herzustellen von Saronit zu Yol'Xaron. Das kriegt man auch überhaupt nicht mit, tatsächlich, in-game, glaube ich. Nee, das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas in-game verpasst habe. Mir wäre nie eingefallen, dass Saronit wegen Yol'Xaron Saronit heißt. Ja. Ich werde jetzt sitzen einige auch da und denken sich, klar habe ich das gewusst, sicher. Natürlich, was denn sonst, man heißt doch Saronit, lol. Pausieren, Fenster auf, erstmal rausschreien. Wusste ich. Als die das Saronit entdecken, entscheidet eine kleine Gruppe von Druiden des Zirkels des Szenarios, es auszulöschen.
Sie glauben, dass wenn die lebensspendenden Energien des Weltenbaumes das Land rund um den Berg Hyal heilen können, ein weiterer großer Baum dasselbe in Nordend tun kann. Toll. Und es ist tatsächlich im Moment ein großer Baum. Also natürlich ist ein Weltenbaum auch ein großer Baum, weil es ein großer Baum ist. Aber ja. In dem Fall wird da explizit von einem großen Baum gesprochen, was nicht dasselbe wie ein Weltenbaum ist. Mhm. Große Bäume sind die Setzlinge des Weltenbaums, die eine Verbindung zum smaragdgrünen Traum haben. Und die Bäume sind zudem für uns Ausgänge aus der aus dem Emerald Dreamway. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch, das smaragdgrüner Traumweg oder so? Traumpfad, genau. Traumpfad. Das in der Ordenshalle der Druiden. Ja. Also die Dinge, aus denen man da so, bevor man in die eigentliche Ordenshalle reingeht, ne, diese kleine Portalgeschichte, das sind alles Träumbäume. Bäume. Große Bäume. Ja. Der Anführer der Gruppe, Fandral Hirschhaupt, ist besessen von diesem Gedanken. Fandral kennen wir als Erzdruiden von Darnassus, der immer mit sowohl Tyrande als auch Malfurion im Clinch liegt. Ja. Und später kennen wir ihn als vorletzten Boss der Feuerlande, als Major Domo Hirschhaupt. Stack Helm heißt der im Original. Warum heißt er eigentlich nicht Hirschhelm? Das klingt viel bedrohlicher direkt. Ja. Herr Hirschhelm. Herr Hirschhelm. Herr Hirschhelm klingt nicht bedrohlich. Das klingt ziemlich bescheuert. Was? Das klingt so wie der Trottel, der immer am Stammtisch vom Schützenverein einen ausgeben muss. Oh, der Hirschhelm wieder. So, Prost. So. Also das ist Herr Fandral Hirschhelm. Haupt, der besessen ist von den kleinen Spoiler-Alarm, der ist keiner von den guten. Nee, haben wir ja eh schon gesagt, wenn er später der Majordomo von Ragnaros wird, dann ist anzunehmen, dass er wohl nicht bei den Guten bleibt. Einige Druiden raten ihm, die Drachenaspekte aufzusuchen. Ihr Wissen und ihre Segen hatten Nordrassil erlaubt zu wachsen und zu gedeihen. Ohne sie könnte das Pflanzen eines Weltenbaums unvorhergesehene Konsequenzen haben. Hirschhaupt, für Sie bitte Herr Hirschhaupt, glaubt allerdings, dass man keine Zeit zum Warten habe. Das Saronit verbreitet sich schnell, also handelt er, ohne die Aspekte oder den restlichen Zirkel des Szenarios zu informieren. Das ist wieder, wir haben schon mal über das Konzept des Idiot-Plot gesprochen, ne? Ich glaube sogar schon mehrmals. Ja, ne? Also dass bestimmte Dinge nicht passieren würden, wenn sich nicht mindestens eine Person wie ein vollkommener Idiot verhalten würde. Und ich sehe halt zwei Dinge, die sich so ein bisschen widersprechen. Entweder hält er das für eine sehr große Gefahr, dann ist es aber auch eine sehr große Gefahr für die Setzlinge von Weltenbäumen, die halt, das sind kleine Setzlinge. Ja. Oder aber er hält es für eine nicht so große Gefahr und dann kann er sich ja auch die Zeit nehmen, die Aspekte zu kontaktieren. Und es ist ja nicht so, als ob die so Obi et Orbi aussprechen, sondern die Segen, die sie aussprechen, machen ja tatsächlich etwas und sind signifikant. Also die sind absolut wichtig, diese Segen, damit zum Beispiel aus dem, ja, damit der Weltenbaum wurde zu dem, was er halt ist, damit er der Weltenbaum wurde. Ja. Und ich verstehe diese Kurzsichtigkeit gerade nicht. Also er weiß doch, warum die gebraucht werden. Die werden ja nicht gefragt, weil es so schön ist und weil die Baumbegrünungsparty so einen Spaß macht, sondern weil es absolut essentiell ist, wenn er glaubt, dass diese Weltenbäume oder diese großen Bäume das Saronit bekämpfen sollen, dann brauchen sie doch jede Kraft, die sie bekommen können. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum er so handelt. Ja, zumal es ja im Endeffekt gerade unter dem Aspekt auch alles ein großes Team ist, mehr oder weniger. Team rettet Azeroth, so. Die ziehen ja auch an einem Strang. So ist ja jetzt nicht mal so, als müsste er denen noch irgendeinen Gefallen tun oder so. Also, durchaus fraglich. Okay, also er entscheidet sich halt, also dass er den Zirkel des Szenarios nicht informiert, das kann ich wiederum verstehen. Weil ja, wenn die da jahrzehntelang im Traum wandeln, genau, dann kann ich verstehen, dass er sagt, okay, wir haben nicht die Zeit zu warten, bis mal einer von denen aufwacht. Und außerdem, das Einzige, was die tun könnten, wäre mir zu widersprechen. Aber von den Drachenaspekten hätte er halt unmittelbare Hilfe bekommen können. Ja, gut. Zumal die es ja dann auch sowieso merken, gerade Ysera als Herrin des Traums und so. Also, die kann er ja nicht mal geheim halten, wenn da auf einmal so ein Baum steht auch. Also, ja, okay. Komisch. Also
Aber na gut, er wandert auch später zu den Bösen. Vielleicht gehört es einfach zu seiner Art dazu, dass er nicht immer irgendwie alle Latten auf dem Zaun hat. Fandral und seine Anhänger schneiden 6 verzauberte Zweige aus Nordrassil. Mit diesen Zweigen reisen sie an die Orte, wo große Saronit-Vorkommen zum Vorschein gekommen sind. Die Druiden pflanzen einen nach dem anderen in der Hoffnung, die Korruption zu vereiteln. Zu den Orten zählen Eschental, der Kristallsangwald, Ferralas und 2 entlegene Regionen der östlichen Königreiche, die später als Dämmerwald und die Hinterlande bekannt werden sollen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das Saronit von Nordend aus auf die anderen Kontinente ausgebrochen ist. Inwiefern? Naja, weil es ja von Yogg-Saron kommt, der in Nordend oder unter Nordend gefangen ist. Ach so, ja, das zeigt uns ja wunderbar, wie weit die alten Götter auch überall sich rumgraben. Also selbst von Ulduar aus, vom Gefängnis bis zur Boreanischen Tundra ist ja schon der ein oder andere Meter. Also, genau das ist es, glaube ich, da. Das ist so ein kleiner, also auch wenn es nicht in der Form explizit erwähnt wird, aber zu zeigen, dass diese quasi Auswüchse des alten Gottes, die an einer völlig anderen Stelle sind, im Prinzip schon überall auf der Welt, zu sehen sind und ihr Unheil anrichten. Also das lässt nichts Gutes für die Zukunft ahnen. Die Zweige schlagen schnell Wurzeln und werden dann zu neuen Bäumen. So, und jetzt haben wir einen Gärtner. Ist ein Gärtner anwesend? Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte hier so für Baumwesen. Ja. Aber ich kenne das jetzt nicht so, dass man Zweige irgendwo abschneidet und daraus plötzlich ein Baum wird. Wir sollten das probieren. Setzlinge kommen doch normalerweise aus den Samen von Bäumen und sind dann kleine Pflanzen, so kleine Jungpflanzen. Und nicht einfach ein Stück Ast, den du abgesägt hast. Einfach in den Boden stecken, gießen, fertig. Also ich meine, gut, vielleicht funktioniert das bei den Weltenbäumen insofern anders, denn wenn es wirklich einfach nur Samen des Baumes wären und die überall vom Baum fallen würden, dann hätten wir jetzt überall auf Mount Hyal kleine Weltenbäume, die überall wachsen würden. Ja. Aber gut, es ist jetzt offenbar Zweige und aus denen werden ja bekanntlich Bäume, wenn man die in den Boden steckt. Könnt ihr alle zu Hause mal ausprobieren. Zusammen agieren sie wie Leitungen, die die Kräfte des smaragdgrünen Traums in die Welt leiten und den nahen Tieren und Pflanzen die Kraft geben, das Saronit zu bezwingen. Überzeugt von den Erfolgen, pflanzen die Druiden den letzten und größten der Zweige in den Bergen von Nordend über dem größten Saronit-Vorkommen. Dieser neue Weltenbaum namens Andrasil oder Krone des Schnees wächst mit erstaunlichem Tempo und sein Nutzen zeigt sich sofort. Das Saronit ist gestoppt und die Natur erblüht aufs Neue. Yay. Warum ist das plötzlich ein Weltenbaum? Weil es der schönste und größte Ast ist. Schön, da oder? Da wird gar nicht gesagt, wie der plötzlich zum Weltenbaum geworden ist. Das stimmt tatsächlich. Nur weil das ein großer Ast war? Weil sie alles gegeben haben. Nee, wir haben keinen extra Hinweis. Also wir kennen jetzt die Unterschiede zwischen Weltenbaum und großer Baum, aber was einen Weltenbaum dann zum Weltenbaum macht, abgesehen von der Einzigartigkeit halt gesegnet zu sein vom Drachenschwarm und so weiter und so fort, was ja nicht der Fall ist im Moment bei diesem Weltenbaum, das habe ich noch nicht ganz begriffen. Also mich hätte interessiert, was den jetzt zu diesem Zeitpunkt zum Weltenbaum macht. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es wirklich nur die Größe, aber gut, Saronit ist gestoppt und die Natur erblüht aufs Neue. Malfurion und der Rest des Zirkels des Szenarios sind fuchsteufelswild, als sie erfahren, dass diese Zweige ohne ihr Zutun gepflanzt wurden. Wann? 70 Jahre später oder sind die zufällig gerade wach? Ich denke, da sie gerade den jetzt auch mit dem Traum richtig verknüpft haben, durften ja sogar die geschlafen haben, was gemerkt haben. Die haben es im Traum mitbekommen. Das denke ich, ja. Plötzlich, ey, Malik, komm mal rüber, hier ist ein Baum. Hä? Was? Was? Am Arsch ist hier ein Baum. Da war doch kein Baum. Da ist ein Baum. Gut. Das ist, okay. Das ist eine gute Erklärung. Und wie er dann so stocksauer, wie Malfurion dann seine Adiletten anzieht, sich die Jacke überstreift, Sonnenbrille auf. Ja. So, jetzt mal, Kollege Fandral, was hast du gemacht?
Sie müssen allerdings anerkennen, dass der Plan scheinbar aufgegangen ist. Jahrzehntelang thront Andrasil über Nordend und alles scheint wunderbar. Mensch, was mag wohl passieren? Das bleibt bestimmt so. Na, aber zu Ende. Mit der Zeit allerdings ändern sich die Umstände. Blutige Kämpfe entbrennen zwischen den Taunka und den Waldnymphen von Nordend. Zwei Rassen, die ganz und gar nicht als kriegerisch bekannt sind. Die Kämpfe sind plötzlich schockierend, brutal und gipfeln in unbeschreiblich niederträchtigen Akten. Der Zirkel des Szenarios startet daraufhin eine Expedition, um die Quelle der Gewalt ausfindig zu machen. Das endlich mal eine gute Handlung, oder? Ja. Die sehen, dass Leute miteinander kämpfen, die normalerweise nicht miteinander kämpfen. Und was ist immer der Fall, wenn das passiert? Bingo, alte Götter. hätten wir die doch gleich sagen können. Es sind die alten Götter. Mhm. Was die Druiden entdecken, lässt das Blut in ihren Adern gefrieren. Andrasils Wurzeln sind so tief in die Erde eingedrungen, dass sie Yogg-Sarons Gefängnis erreicht haben. Der alte Gott hat sie mit seinen faulen Energien getränkt und damit alle in der Nähe lebenden Kreaturen in den Wahnsinn getrieben. Der Zirkel des Szenarios weiß, dass Andrasil ohne den Segen der Aspekte anfällig für Korruption ist. Sie wissen zudem, dass jetzt, ne? Das ist zudem. Jetzt, wo du es sagst, der ist wohl anfällig für Korruption, ne? Ja, hoppla, ja. Und den haben wir hier draufgestellt, weil hier plötzlich diese Saronit überall gespawnt ist und alles Leben aufgefressen hat. Haben wir uns jetzt so nichts weiter bei gedacht. Nur dachten wir uns, lassen wir mal so möglichst groß werden und gucken, was so passiert. Sie wissen zudem, dass es keinen Weg mehr gibt, den Weltenbaum zu retten, ohne sein Leiden zu mindern. Zu ihrem tiefsten Bedauern entscheidet der Zirkel des Szenarios also, dass der Weltenbaum zerstört werden muss. Und so fällen sie den Baum. RIP. Das ist die Geschichte. Entscheidung, dass der zerstört werden muss, und so fällen sie den Baum. Boom. Wo haben die Axt her? So eine große Säge. So einen riesengroßen Baum. Einfach so, ja, der muss weg, zack, gefällt. RIP. Ja, gute Frage. Druidenäxte. Aber nochmal, wenn wir Fandral anlasten, dass er zu blöd war, sich Hilfe zu suchen. Wir haben gehört, dass dieser Baum über Jahrzehnte sein Gutes getan hat. Warum sind die denn zu keinem anderen Zeitpunkt mal zu den Drachen und gesagt, ey, wir haben hier so einen Baum gepflanzt, sorry, haben wir euch nichts von erzählt, der ist jetzt ziemlich groß geworden. Könnt ihr den mal segnen, bitte? Damit kein Unheil passiert. Ja. Selbst wenn Fandral sich gedacht hat, Handel ist jetzt erstmal wichtiger. Kann man auch sagen, im Prinzip hätte er damit zunächst mal ja richtig gelegen, wenn er sich später den Segen geholt hätte. Eben. Aber auch das machen die nicht. Das letzte Mal auch schon Nostormu keinen Bock hatte, weil das ihm damals schon zu arrogant war. Wenn die jetzt nochmal klingeln und sagen, hier, wir haben übrigens noch einen, hast du vielleicht jetzt Lust? Moment, aber Nostormu war doch am ersten, also an Teldrassil, an Nordrassil beteiligt. Am Anfang ja, das stimmt. Aber danach wurde es ihm ja, was die Elfen selber zaubern, zu arrogant, meine ich, war die Formulierung. Das weiß ich nicht. Sind wir schon so weit gewesen? Weil wir sind ja noch nicht dabei, dass also er weigert sich ja, Teldrassil denselben Segen zu geben, den Nordrassil gegeben hat. Genau. Was dazu führt, dass die, weil er derjenige ist, der die für die Zeit verantwortlich ist, dass die Nachtelfen dort eben nicht unsterblich sind, im Gegensatz zu denen, die es bei Nordrassil waren. Ja. Warum sie es dann nicht mehr sind, dazu kommen wir später. Aber ich glaube, da waren wir eigentlich noch gar nicht. Aber wie dem auch sei, also das ist noch davor, vor dieser Geschichte eigentlich. Und er ist nicht mal gefragt worden. Also offensichtlich kann man so einen Weltenbaum, das ist ja ein Weltenbaum, das haben wir explizit gehört, dass es ein Weltenbaum ist und nicht einfach nur ein großer Baum. Ja. Dann einfach fällen. Mal eben. Einfach umgehauen. In einem Nebensatz. Passiert halt. Allerdings, Andrasil schlägt mit einem ohrenbetäubenden Geräusch auf die eisige Oberfläche Nordends, das bis durch die ätherischen Wälder des smaragdgrünen Traums hallt. Seit diesem Tag nennen die Druiden den gefallenen Weltenbaum Vordrasil oder Vordrasil oder gebrochene Krone. Oh. Auch wenn das Fällen von Aldrasil eine herzzerreißende Aufgabe gewesen ist, ist der Zirkel des Szenarios doch froh, dass das Saronit-Wachstum gestoppt werden kann.
Doch ungesehen von den Druiden hat etwas Dunkles im smaragdgrünen Traum seine Wurzeln geschlagen. Ich habe mich da gefragt, nur nebenbei mal, kann man im Traum eigentlich kämpfen? Hui, gute Frage. Vermutlich nur auf so einer Zwie-Ebene, so Gedanken-Telekinese-kraftmäßig. Also wir kämpfen ja im smaragdgrünen Albtraum. Genau. Und wenn wir darin kämpfen können, spricht doch eigentlich auch nicht viel dagegen, auch im Traum kämpfen zu können, oder? Es ist die Frage, inwieweit diese verderbenden Kräfte da vielleicht was dazwischen bringen. Aber also gut, im Traum gibt es ja auch nicht groß zu kämpfen, ne? Dann ist es ja auch immer der Albtraum direkt. Ja, aber die interessante Frage wäre halt gewesen, es gibt ja Horde- und Allianz-Druiden. Ja. Die sind ja keine eigene Fraktion. Ja. Wäre das nicht ein mächtiges Mittel gewesen für die jeweilige Allianz oder Horde, zu sagen, wir verscheuchen die anderen Druiden aus dem smaragdgrünen Traum, damit sie im Prinzip nutzlos und wertlos sind? Ich glaube, genau deswegen haben wir solche neutralen Instanzen dazwischen, mit dem Zirkel des Szenarios für die Druiden oder eben oder ist das so wie Dalaran quasi ein befriedetes Gebiet, in dem man nicht gegeneinander kämpft? Ja, genau, ist einfach PvP aus. Ja, PvP aus. Jetzt so, fertig. Also ich denke, genau deswegen haben wir die. Oder vielleicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar so ist, dass wenn wir einen Druiden oder Schamanen erstellen, automatisch auch in diesem Bündnis mehr oder weniger drin sind, jetzt aus dem größeren Lore-Aspekt betrachtet, nicht mal wegen Gameplay-Ruffarm und so, dass es genau deswegen ja existiert als Ördner Ring, die immer noch am Mahlstrom stehen, ja, und mit den entsprechenden Druiden aller Völker Schamanen aufpassen oder eben den Circle. Oh, ich habe gerade hier noch, das muss ich mal gerade ausmachen, nee, kann ich gar nicht ausmachen, TSM angehabt, das hat so ein kleines Nebengeräusch gerade produziert, der sich gerade gewundert hat, dass bei mir es ein Geräusch in der Aufnahme gab. Das kam von TSM. Wartet, ich werde es kurz schließen gleich. So. Das Gold muss fließen. Das Gold muss immer fließen. ich habe mich halt gefragt, vermutlich ist es aber auch so, dass für die Druiden das und das, was ihr jetzt knarzen hört, das ist der kleine Hund, der schnarcht. Oh, ist im Traum. Ja, der ist im smaragdgrünen Traum quasi und jagt smaragdgrüne Bällchen. Oh. Nein, sie jagt im Moment am liebsten Oily. Oily ist eine Plüscheule. Oh. Der darf sie aber nicht so oft spielen, weil sie immer ein bisschen wild wird, wenn sie damit spielt. Und da es im Moment so 35 Grad im Schatten ist, wenn sie wild wird, wenn sie damit spielt, dann liegt sie nach 5 Minuten irgendwo hechelnd auf dem Fußboden und muss sich kühlen. Oh. Ja, es kann gut sein, dass die Druiden vielleicht einfach das Druidensein über ihren Konflikt stellen oder vielleicht befriedet der Traum ja auch, dass sie gar nicht kämpfen wollen, wenn sie da drin sind, sondern ihnen dort nur es um die Lehre und das Lernen und so weiter geht. Das kann auch gut sein, klar. Ist ja so ein Paradies für Druiden letztendlich. Ja? Das wird keiner wirklich umwandeln wollen. Yogg-Saron hatte die anderen von Fandral gepflanzten Bäume als Türen in den Traum gewählt, sodass die anderen alten Götter jetzt ebenfalls Zugang zu dieser ätherischen Welt haben. Jetzt habe ich gerade vor Moment, welche anderen alten Götter noch? Kithun haben wir noch. Kithun, ja. Ja, ein Sort ist noch irgendwo am Rumwerkeln. Wann haben wir von dem zuletzt gehört? Also Kithun ist klar, wir wissen wo er ist und wo wir dann auch auf ihn treffen. Das ist an den Ankiraj-Ruinen oder in Ankiraj, da ist Kithun. Und Yogg-Saron ist natürlich, wir treffen auf ihn oder auf seine Auswüchse in Ulduar. Ja. Aber En'Zoth? Also ganz, ganz oft indirekt. Sobald wir eigentlich alte Götterdiener bekämpfen, sei es in Drachenseele, sei es hier in Ankaret, ja, heißt es, alte Königreich neben Asiol. Und wir haben diese Übersetzung von dem, was sie schreien. Dann ist das in der Regel irgendwie sowas wie, in der Tiefe regt er sich, ein Sotz Blut wird alles überfluten und so weiter. Mhm. Also wir hatten bis jetzt immer so indirekte Sachen und vielleicht, wenn das Video hier draußen ist, dann haben wir schon wieder mehr gehört. Das könnte in der Tat spannend sein. Gut, also Zugang zu dieser ätherischen Welt. Kleine Saaten der Verderbnis verteilen sich in Iseras Reich. Mit der Zeit verschmutzen sie die Traumwege, was als der Anfang dessen gilt, das wir als smaragdgrünen Albtraum kennen. Und Das ist im Prinzip unsere Lore für heute, aber nochmal zum smaragdgrünen Albtraum. Mhm. Ich kannte den bisher nur aus Legion. Aber den gibt es ja damit schon seit Ewigkeiten, diesen smaragdgrünen Albtraum. Ewig schon, ja. Ich habe halt gedacht, der wäre in Legion irgendwie aufgekommen und hier ist Servius als der große Böse, den wir ja auch killen.
Ja. Im Rift of Allen. Und damit quasi den besiegt haben. Also zumindest Szenarios, glaube ich, befreien wir ja dort. Mhm. Und besiegen ihn natürlich auch. Also seine Traumgestalt. Und den gibt es seit Ewigkeiten, diesen smaragdgrünen Albtraum. Und der kann auch wohl nicht so richtig besiegt werden. Ne? Selbst mit dem Besiegen des Albtraumfürsten Saviors nicht. Ja. Wir haben den ja tatsächlich, wenn wir jetzt auch in WoW selber gucken, hatten wir mit Classic sogar die Albtraumdrachen schon. Die ja dann jetzt auch wieder kamen sogar aus den Portalen, aus überraschenderweise benannten Bäumen aus dieser Folge. Wer hätte es gedacht? Und ja, das ist so ein verschmolzener Feind, sag ich mal, mit dem, was wir eigentlich als Gutes kennen. Also so ein immer wiederkehrendes Ding. Genau. Gut, dann fassen wir nochmal ein bisschen zusammen, was in dieser Folge so alles passiert ist. Wir haben den Kristallsangwald gehabt und den Flug des Kristallsangwaldes und einen Teil der Geschichte, von dem ich mich frage, wozu wir den eigentlich gehört haben. Weil da war ein Haufen Elfen. Dieser Haufen Elfen hat sich weggelasert. Ja. Und einen Wald, in dem wir nie was Produktives tun, zum Kristallsangwald gemacht. Nice. Ich bin mir nicht ganz sicher, was uns diese Geschichte sagen soll, außer dass vielleicht irgendwo dieser Wald war und man sich überlegt hat, was ist jetzt so eine Hintergrundgeschichte, wo wir möglichst wenig Pfade damit verknüpft haben. Es fühlt sich ein bisschen so an, ja. Also das soll auf gar keinen Fall auf irgendjemanden zurückgehen, dass uns dann noch jemals jemand nachfragt. Ja, das waren ein paar Elfen, die haben mit Magie rumgespielt, dann ist alles explodiert und deshalb ist der Kristallsangwald da. Ah, okay. Modellerrand drüber und fertig. Können wir nicht sagen, dass der Kristallsangwald einfach da ist, weil wir das optisch schön fanden? Nee, das ist jetzt die Lore, die ist, weil da Energien entzogen worden und das hat dann, also sind alle tot. Sehr schön. Und dann natürlich die Abholzung von Andrasil, die aus mehreren Gründen sehr, sehr interessant ist. Also zum einen finde ich es mal super mega interessant, dass dieser Baum einfach abgeholzt werden kann. Weil gab es nicht so einen riesen Mega-Bohai, den Weltenbaum eben selbst als Archimond nicht so einfach besiegen zu können? Ja. Und die Druiden holzen den in so einem Nebensatz ab. Und dann finde ich das insofern interessant, als dass das ein verderbter Weltenbaum war. Ja. Also ein Weltenbaum, der zunächst mal den smaragdgrünen Albtraum quasi gegründet hat oder ermöglicht hat. Mhm. Und zum Zweiten die Macht hatte, alles Leben um ihn herum zu korrumpieren. Und wenn man sich anguckt, wie groß, und das finde ich ist wundervoll gemacht in dieser neu gemachten Zone, wie groß Nordrassil mittlerweile geworden ist. Also seit Katar hat es sich nicht verändert, aber wie groß er geworden ist, verglichen damit dass er auch seine Energien sammeln und wieder wachsen musste, dann kann man sich vorstellen, dass es eine ganz schöne Menge an Kreaturen sind, die verderbt werden können. Mhm. Und ich finde das deshalb interessant, weil wir ja den Teldrassil hatten, der angezündet wurde. Ja. Und viele Leute so sich beschwert haben über den Teil der Story und gesagt haben, das ist ja voll doof irgendwie, ne? Das macht ja die Sylvie nur, weil sie böse ist. Diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Vielleicht ist sie in einem super wichtigen Teil schon weiter erzählt, noch nachdem wir dieses Video aufgezeichnet haben. Ja. Das kann durchaus sein, aber bislang, also der Stand, den wir jetzt am Dienstag kennen, ist die Geschichte noch nicht viel weiter erzählt. Aber nur um mal diesen Gedanken zu spinnen, was ein Grund sein könnte oder was etwas wäre, das dieses Anzünden des Baumes auch legitim gemacht hätte, wäre irgendeine Form der Korruption. Ja. Und also, weil viele halt so tun, als hätte sie einfach nur so ein schönes Bäumchen da angezündet, wo harmlose kleine Elfen drauf gesessen haben. Mhm. Dieser Weltenbaum ist ein Portal, unabhängig davon, was er sonst ist. Der ist gesegnet, Teldrassil zumindest. Ja. Nicht von allen Drachenschwärmen, aber er ist gesegnet. Und er ist ein Portal in den Traum. Das ist nicht einfach nur ein schönes Bäumchen, wo man im Schatten liegt. Das ist ein mächtiges Ding. Ein mächtiges Ding, was in dem Fall von der Allianz kontrolliert wurde und in der Nähe von vielen Hordegebieten stand, was sie eben angegriffen hat. Also ich bin sehr gespannt, ob wir noch weitere Informationen bekommen, warum sie das gemacht hat oder ob das uns im Endeffekt dazu dienen soll, so ein bisschen eine Spaltung innerhalb der Horde vielleicht zu haben, zum anderen aber auch einen dicken Trennungsstrich gezogen zu haben zwischen Allianz und Horde. So nach dem Motto, kommt mal gar nicht auf die Idee, dass wir hier Best Buddies sind, nur weil wir an der Broken Shore zusammen gekämpft haben. In Wahrheit, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Grund ist.
Bestimmt. Weil ich habe zum Beispiel häufig in BMZ-Videos gesagt, warum können wir eigentlich als Horde und Allianz nicht zusammen raiden? Wir haben einen gemeinsamen Feind, der ist die Legion, der ist tausendmal wichtiger als unsere einzelnen untereinander Feindseligkeiten. Mhm. Wenn man als Entwickler, gerade nachdem es immer wieder Ereignisse gab, wo die Allianz und Horde gemeinsam gegen einen größeren Feind gekämpft hat, kann ich mir schon sagen, dass man vielleicht auf Seiten von Blizzard da gesessen hat und gesagt hat, wenn wir eine Expansion machen wollen, in der es um den Krieg zwischen Allianz und Horde geht, dann müssen wir ein Zeichen setzen, dass auch mal endlich jemand wieder begreift, dass Krieg ist. Ja. Also das kann ein Teil der Geschichte gewesen sein. Ich will nicht zu weit jetzt über die aktuelle Story sprechen, weil das machen wir dann lieber in einem Special. Es ging mir nur darum zu zeigen, das ist eine Geschichte von einem Weltenbaum, für den es einen sehr guten Grund gab, den komplett abzuholzen. Ja. Wo sogar die Druiden mitgemacht haben, den abzuholzen. Das nur, wenn man sich halt fragt, gäbe es irgendeinen weiteren Grund, außer nur die kleinen Nachtelfen zu verkokeln, warum möglicherweise man so einen Weltenbaum anzündet. Ich bin super gespannt, was möglicherweise schon rausgekommen ist, bis dieses Video live gegangen ist. Yo. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.